begrüße Sie diesmal wieder per Telefon zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute am Donnerstag, dem 6. November 2014. Der DAX zeigte sich gestern wiederum stark mit einer Tagesperformance von etwa 1,63%. Alle Einzelwerte waren per Handelsende im Plus mit einer einzigen Ausnahme, nämlich ThyssenKrupp. Aber selbst diese Aktie gab nur um eher minimale 0,03% nach, sodass man hier auch nicht wirklich von Schwäche sprechen könnte oder kann, höchstens vielleicht von relativer Schwäche. Die zweitstärkste Aktie ist übrigens Lufthansa gestern gewesen, die im Übrigen auch eine interessante Charttechnik aufzeigen. Hier liegt ein kleiner Widerstand im Bereich um etwa 12,50 Euro oder lag ein Widerstand. Wird diese Marke nachhaltig geknackt, wäre das aus charttechnischer Sicht zunächst einmal konstruktiv. Aber die Aktie ist derzeit nicht auf unserer aktiven Kaufliste im Frankfurter Börsenbrief. Für den MDAX. Der MDAX war gestern ebenfalls fester, hatte aber nicht ganz so viel Dampf im Kessel wie der DAX. Auch der MDAX hatte ja in jüngerer Zeit eine Notierungslücke gerissen, während der DAX seine Notierungslücke aber weitgehend geschlossen hatte. Das ist beim MDAX noch nicht der Fall gewesen, zumindest per gestern Abend. Um dies zu absolvieren, wären hier noch Kurse unter 15.900 Punkten denkbar, noch genauer etwa 15.861 Punkte. Prozentual ist das natürlich auch nicht so viel. Besonders schwach, und damit bleiben wir auch im MDAX, und auch mit deutlichem Abstand der schwächste Einzelwert gestern im MDAX war Bilfinger mit minus 12,68%. Damit hat die Aktie, die ja schon auf Erholungskurs eigentlich war, diesen Kurs doch sehr abrupt unterbrochen. Gestern wurden vorläufige Zahlen vorgelegt oder gemeldet. Man sieht die Situation und auch die Perspektiven im Geschäftsfeld Power also schwach an, dass man eine Wertminderung bei den Geschäfts- und Firmenwerten von 148 Millionen Euro vornimmt. Überhaupt gab es ein ganzes Bündel von Sonderfaktoren, die man ebenfalls verarbeitet hat. Am Ende des Tages lag dann das ausgewiesene Konzernergebnis bei minus 125 Millionen Euro. Das vergleicht sich mit einem entsprechenden Gewinn von 116 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr werden die Sondereinflüsse in der Summe auf rund minus 230 Millionen Euro nach Steuern und Minderheiten beziffert. Wie man mit dem Sachrahmen umgehen kann, nehmen Sie bitte dem Update auf unserer Website. Heute ist ja recht viel los, was Unternehmenszahlen angeht. Das würde natürlich völlig den Rahmen sprengen, hier einen kompletten Überblick im Detail hier zu geben. Aber ein paar Dinge greifen wir vielleicht doch heraus. Siemens, fangen wir damit an mit dem großen Schiff im DAX. Siemens meldet sich mit vorläufigen Daten. Umsatz und Auftragseingang bei den fortgeführten Aktivitäten kamen zumindest in der bereinigten Rechnung mit jeweils plus 1% minimal voran. Ohne diese Bereinigung wäre es jeweils ein kleiner Rückgang gewesen. Beim Umsatz waren es beispielsweise 78,35 Milliarden Euro. Wohlgemerkt, diese Zahlen gelten für das fortgeführte Geschäft. Der Gewinn der fortgeführten Aktivitäten wurde um 29% verbessert auf 5,4 Milliarden Euro. Die Aktie ist heute Morgen leicht im Plus gewesen, vorhin mit 1,13% und gehörte damit auch zu den stärkeren Einzeltiteln im DAX. Bleiben wir im DAX. Kommen aber zur Chemiebranche, besser gesagt Spezialchemie. Bei Lanxess geht es heute um das dritte Quartal bzw. um die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres. Im Umsatz trübte sich die Situation im ersten Dreivierteljahr minimal ein mit minus 2,9% auf 6,102 Milliarden Euro. Dafür ist das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, deutlich vorangekommen mit plus 65,7% auf 280 Millionen Euro. Inklusive dieser überproportionalen Ergebnisentwicklung wurde die EBIT-Marge erhöht von 2,7 auf 4,6%. Die Aktie heute Morgen gleichwohl etwas schwächer gewesen. Dann noch eine Spezialität, GFT Technologies. Die GFT Group schaffte deutliche Verbesserungen. Für die ersten 9 Monate wird berichtet über einen Anstieg beim Konzernumsatz um 38% auf 255,2 Millionen Euro. Deutlich steiler war der Anstiegswinkel beim Vorsteuerergebnis mit plus sogar 71%, etwa auf 19,19 Millionen Euro. Im Gesamtjahr will man nun sogar einen Umsatz von 360 Millionen Euro schaffen, sowie ein Vorsteuerergebnis von 26 Millionen Euro. Die Aktie GFT Technologies ist ja seit einigen Wochen Teil unserer laufenden Empfehlungen. Zum Terminkalender, die Information von Börse Go für heute war bzw. ist angesetzt für Deutschland. Die Information über den Auftragseingang im Industriesektor ferner für heute angesetzt. Für die Eurozone der IFO-Wirtschaftsklima, oder das IFO-Wirtschaftsklima, dann wichtig heute natürlich der EZB-Zinsentscheid und auch die Pressekonferenz dann etwas später. Ferner für heute angesetzt aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfen.
und auch sonst noch einige Informationen zum Arbeitsmarkt, nämlich die Produktivität außerhalb der Landwirtschaftsbranche und auch die Lohnstückkosten sind hier angesetzt. Außerdem ist heute angesetzt ein Treffen der Finanzminister in Brüssel, was die Eurozone betrifft. Ja, ansonsten wieder viele, viele Unternehmenszahlen, die für heute auf dem Kalender stehen, nämlich zum Beispiel Adidas, Basler, BayWa, Beiersdorf ist dabei, Commerzbank, Deutsche Telekom, Fehmarn, Fraport, Jungheinrich, Münchner Rück, Patrizia Immobilien, auch TAG Immobilien, Tom Taylor und viele weitere mehr. Zur Strategie bitte, lassen Sie sich von dem DAX und seiner Entwicklung nicht allzu sehr verunsichern. Schauen Sie auf einzelne Titel, schauen Sie auf einzelne Märkte und beachten bitte zu diesem Thema auch die Seite 1 des kommenden oder des neuen Frankfurter Börsenbriefs von heute. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thyssen.